Ist das noch blau? Wenn das blau ist, Alter, wie wird dann schwarz sein? Okay, also deshalb rot, weil hier ist es sehr, sehr steil. Wenn du hängen bleibst, fahr ich vorbei. Ja, geht. Boah. Alter! Chicken Line, ey! Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer! Ich bin heute in Belgien, in meinem letzten Ziel, zusammen mit dem Alex. Der hat mich hierzu eingeladen, also hat mir gesagt, muss mal unbedingt im Spa vorbeischauen. Und da habe ich gesagt, da musst du eigentlich mitkommen. Gestern hat es noch nicht geklappt, heute fahren wir zusammen Remuchon. Trail Center. Genau, Trail Center Remuchon und Amblève heißt das hier auch. Ja. Ja, also es sind, ja, wenn man das googelt, am einfachsten findet man das über, ich glaube, Trail Center Remuchon, aber Ninglingspo, hier haben wir geparkt, wenn ich das so richtig verstanden habe, und fahren jetzt hier auf die Hügel oder fast schon Berge. Es sieht hier wirklich sehr alpin aus, aber ich denke, ganz so hoch wie in den Bergen ist es ja nicht. Und werden hier die Trails fahren. Der Alex kennt sich hier schon ein bisschen aus, wird uns ein bisschen was zeigen. Ich nehme euch dabei mit, wünsche euch viel Spaß beim Dabeisein und los geht's. Ich bin heute auch wieder mit dem Levo unterwegs. Der Alex hat auch sein E-Bike. So können wir schneller auf die Hügel zu den Trails drauf. Ich habe jetzt meinen Fahrradcomputer im Auto vergessen, aber hier gibt es auch eine GPX zum Runterladen von allen Trails, von allen Hügeln. Und dann kann man alles selber nachfahren, also brauche ich euch nicht zu tracken. Hier kommen welche raus, da oben siehst du immer diese Holzdinger, damit du halt nicht irgendwo quer fährst. Okay. Fand ich eigentlich ganz cool, finde ich zumindest gemacht. Und jetzt gehst du quasi, der Wanderweg geht da drüben in den Bachlauf quasi weiter vorbei. Mhm. So, hier sind wir an so einer Kreuzung, an so einem Sammelpunkt, sagt der Alex. Da ist ein Schild, da geht's weiter, und hier ist auch ein Schild, da geht's auch auf Trails weiter. Heißt dieses 4, 5, 6, das, was genau, die Trails sind? Die Trails, genau. Okay. 4, 5, 6. Mhm. Blau, Rot und Schwarz fangen hier an. Okay, aber das wäre dann interessant, wenn wir die dann direkt machen, weil mein Akku ist noch von gestern nicht ganz voll. Dann können wir den nachher nämlich noch tauschen. Servus. Bonjour. Sollen wir auf der blauen starten oder ist die langweilig? Nein. Oh, warte, du hast einen Ast hinten drin. Oh, fuck, war richtig drin. Nee, die blaue hier ist, die ist auch schon gut. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit dem nassen oder trockenen. Ja. Ja, manchmal ist es ja so, dass halt eine blaue wirklich blau ist. Ja, aber du bist in Belgien. Gerade meinen Trailnamen checken. So, die blaue, die heißt Lavas Flam und die rote Lavasse. Da können wir die eigentlich gleich beide hintereinander fahren. Ich nehme das Passwort mit dem Akku hoch. Ja, mal hier den Loop. Ja, genau. Weil ich würde dich dann vorlassen. Also es rüttelt hier schon ganz gut. Auf der GoPro sieht das alles super flach aus, aber ihr hört das so ein bisschen an meiner Federgabel, wie sie alles am Arbeiten ist. Boah, der Stein war fies. Ja. Ist das noch blau? Aber der Alex hört mich nicht so gut, weil er Fullface trägt. Ja, das ist noch blau. Nice.
Wenn das blau ist, Alter, wie wird dann schwarz sein? Es sieht halt jetzt gerade die Kamera natürlich nicht so spektakulär aus, aber es ist relativ steil. Also es ist nicht einfach flach, geht schon runter. Ich stehe fast komplett auf den Bremsen die ganze Zeit. Hier ist mal wieder ein bisschen ruhiger. Und dann geht es nur noch weiter. So, hier müsste dann das Ende sein, weil das hier ist der Weg, wo wir vorhin hochgefahren sind. Okay, ja, Finish von der roten und der blauen. Alter, das, also stellenweise war das, dürfte das nicht als blau deklariert werden. Das ist geil. Und, sind, blau. Und die schwarzen, die wird noch schlimmer, also noch steiler, ja, mehr steiler. Stufen. Echt, ja? Ja, nur noch so. Okay. Das ist einfach geil. Einfach so blau. Ja. In Deutschland, jedes kleine Kind fährt in blau rein. Ja. So, Leute, wisst ihr Bescheid. So, da sind wir auch schon wieder oben. Was haben wir jetzt hochgebraucht mit den E-Bikes? 5 Minuten. Und dann starten wir jetzt auf die rote. Allerdings müssen wir erst über die blaue fahren und gleich kommen wir in die rote rein. Genau. Okay. Die wird ein bisschen schwarzer. Hier geht's jetzt in die rote rechts rein. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt wird es ein bisschen steiler. Okay. Gut gerettet. Ja, mit dem Lenker hingeblieben. Okay. Und beim nächsten Mal nicht den Baumstamm mitnehmen. Ja. Okay, also deshalb rot, weil hier ist es sehr, sehr steil. Nur kurz konzentrieren. Sehr steil und sehr eng, wie ihr gesehen habt. Ja, Hinterrad umsetzen ist da natürlich einfacher. Ist zwar, glaube ich, beim Rennen, wenn man es nicht sehr, sehr schnell kann, nicht so effektiv. Aber nur wegen dem einen Flachau-Rennen, da E-Mountainbike-Rennen, werde ich meine trailschonende Fahrweise nicht ändern und anfangen, da in den Kurven im Hinterrad rumzudriften. Und Alex schon weg. So, dann sind wir schon wieder unten. Wir sind jetzt wieder oben und mein Akku wird gleich leer sein. Ich habe jetzt nur noch 6%. Das reicht jetzt für die Abfahrt. Dann geht es nochmal zurück ins Auto, einen anderen Akku holen. Und wir stehen jetzt hier an der 4 La Blareu. Weißt du, was das auf Deutsch heißt?
hört sich an wie Land. Blair. Das Einzige, was ich verstanden habe gestern in Spa, war Pudding. La Pudding, da war eine Schwarze hieß La Pudding. Ja, das ist wahrscheinlich, weil du die Hose voll hast, wenn du runtergefahren bist. Ah, ja, das kann gut sein. Also schwarz, anspruchsvoller, 980 Meter lang, 188 Meter geht es runter. Liebe Zuschauer, ich würde es so machen, damit ich hier die Trails nicht irgendwie kurz cutte und es nicht wieder so ein langes Video wird wie in Spa, mache ich euch hier die drei Trails als separates Video und die anderen Trails mache ich euch in einem nächsten Video, was dann nicht bis zum nächsten Sonntag ihr warten müsst, sondern, oder ich weiß nicht, ob dieses Video schon am Mittwoch kommt, auf jeden Fall kommt das ein bisschen früher. Am Blave Enduro Team, die bauen das wahrscheinlich hier, oder? Ja. Die rote, die war am Anfang ja noch easy, aber ich glaube, da wurde nicht ganz so viel gefahren. Ich glaube, die blaue, die ist am ältesten hier. Ja, die ist am einfachsten. Am einfachsten, ja, aber die war am meisten ausgewaschen. Ja, ne? Weil die blaue ist. Die blaue, die war am meisten ausgefahren, also waren größere Wurzeln. Jetzt auf der roten fand ich es am Anfang erst recht easy. Und dann die Steilabfahrten, die waren halt anspruchsvoll. Aber das ist natürlich dann immer unterschiedlich, was ist für einen anspruchsvoll. Und deswegen für mich, ich fand die blaue fast schwieriger als die rote. Okay. Bei der roten waren halt diese drei Stellen, diese ja, Steine. Die, also ich fand die rote schön. Schön auf jeden Fall. Schön, mit Flugphasen. Mit Flugphasen, da warst du ja gut gerettet. Ja, kriegst du da Musik rein? Willst du, eine ja, Zeitlupe ja, und so. Was Cooles dabei. Okay, okay. Versuch vielleicht einen Remix daraus zu machen. Das ist gut, ey. So ein... Ich gebe mein Bestes. Ich hab auch einmal nur gefahren. Ja. Okay, da geht's los. Das ist, weil du hier alles selbst durcheinander bringst. Kannst du drüber springen? Drüber springen? Ja, guck mal. Rollen wir hier. Ja, hinten ist einer, sieht genauso aus. Okay, und dann rolle ich auch gerade mal. Aber bleiben wir da nicht mit dem Bauch hängen? Fahr mal vor. Ich war vor. Wenn du hängen bleibst, fahr ich vorbei. Ja, geht. Ja.
hier muss ich nochmal anfangen. Ja. Da komme ich nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin, das letzte Mal vom Gefühl her. Boah, das ist ja auch eine fiese Stufe da, ne? Ja. Hier ist es sehr, sehr steil. Noch dazu diese Stufe hier. War kurz ein ungewollter Stoppie. Ah, okay. Aber die hat ihren Namen verdient als Schwarz. Wow, nice. Schöne Stelle. Soll ich noch filmen dabei? Ja, gerne. Ja, einfacher als ich gedacht habe. Also ich dachte jetzt auch so, wow, wie soll ich da rüberkommen? Boah. Ja, komm, probier's. Ja, warte. Man hat so ein bisschen Kacke in der Hose, dass man so runterfällt, ne? Ja, da sind aber Bäume hier. Kannst festhalten. Ja, du machst einen. Ich halte fest. Ja, der Kopf ist... meistens das Problem, dass man sich irgendwas einbildet und Gedanken macht. Natürlich sollte man mit Tieren fahren, aber auch ein bisschen auf sich selbst vertrauen, das hilft man schon mehr, als alles abzuwägen. Es geht aber noch steil weiter hier. Ja. Boah. Ich fahr gerade weiter. Achso, hier ging es auch. Nee, das muss aber nicht sein. Da ging es auch lang. Rechts konnte man auch runter, aber das hätte ich nicht gemacht. Was ist was? Okay. Alter. Das ist echt fies. Wie willst du da an dem Stein hier vorbei, da in das Steile da rein. Krass. Aber steht ja da, ne? Danger. Danger. Ja. Danger. Aber hier konnte ich das erste Mal die Schilder lesen, aber auch nur, weil ich so langsam war. Normal, wenn ich so schnell am Fahren bin, dann siehst du, da war irgendein Schild, weißt du? Aber weiß nicht, was es war. So, das ist schön, dass da kein Huhn ist, sondern ein Lachgesicht. Ja, vor allen Dingen ist das auch die Chicken Line. Das ist die Chicken Line, ja. Ja, das ist definitiv eine Chicken Line, Junge. Also es ist nicht für jeden hier was. Oh, ich mach's mir mal hier. Mal hier einen Move. Ich starte von hier aus. Von oben kommt ja niemand. Warte, lass mich gerade vor. Aber ich habe ein bisschen zu schweren Gang. Warte mal. Das ist jetzt die Chicken Line? Ja. Also. Alter! Oh Mann! Chicken Line, ey! Fuck! Ah, hier kommt der Stein, gell? So, da sind wir schon wieder unten. Liebe Zuschauer, das war's mit dem ersten Teil unserer Tour auf den Mountainbike Trails am Bleve in Belgien. Im nächsten Video geht es auf drei weitaus anspruchsvollere Trails und dabei musste mein Bike ganz schön leiden. Dafür habe ich euch gleich noch eine kleine Vorschau erstellt und möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Vergesst nicht, einen Daumen oben zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein, ciao, ciao. Da haben wir sogar... nicht nur meine Handgelenke, sondern auch meine Schulter durchgeschlagen. Irgendwo hier ist was wild gerade. Was? Das ist voll hoch! Hier links, der Turm. Nicht rechts. Boah, alles. GoPro-Aufnahme start. The Golden. The Golden Tiger.